Willkommen zu einem neuen Procreate-Tutorial. Heute machen wir gemeinsam diesen süßen Dino. Also, los geht's! Los geht's mit eurem ersten Kreis. Einfach eine Kreisbewegung zeichnen, den Stift gedrückt lassen. Dann könnt ihr oben auf Formbearbeitung tippen, auf Kreis. Dann die Farbe reindroppen. Jetzt dupliziert ihr die Ebene, einfach links swipen, duplizieren, tippen. Und mit dem Pfeiltool könnt ihr euren Kreis jetzt erstmal verschieben und ein bisschen kleiner machen, sodass der an den großen Kreis irgendwie noch so ein bisschen dran titscht. Anschließend macht ihr euch wieder eine neue Ebene auf, tippt auf das Plus, neue Ebene. Und jetzt verbindet ihr die beiden Kreise mit so einer geschwungenen Linie. Wenn ihr den Stift gedrückt lasst, dann wird automatisch eine glatte, geschwungene Linie draus gemacht. Jetzt geht ihr wieder auf das Ebenensymbol, auf die Ebene und tippt auf Abwärts zusammenfügen, sodass alle drei Ebenen vereint sind. Und jetzt könnt ihr die grüne Farbe einfach reindroppen. Kleine Unebenheiten könnt ihr dann selbstverständlich noch per Hand ausbessern. Den Kopf mache ich mir dann erstmal so ein bisschen kleiner und rück mir den zurecht. Dann gehe ich auf Ebene, füge mir eine neue Ebene hinzu, ziehe die Ebene unter den Kopf und jetzt male ich so den Drachenkörper. Guckt einfach zu, wie ich das mache und versucht es genauso zu machen, weil ich es einfach nicht besser beschreiben kann. Jetzt wähle ich mir ein etwas dunkleres Grün aus und beim Pinsel wähle ich meinen Grain-Pinsel aus. Link in der Beschreibung, dann suche ich mir das Ganze ran, füge noch eine neue Ebene hinzu und setze die auf Clipping-Maske, weil ich jetzt schon am Anfang so ein bisschen zu schattieren, damit ich weiß, wo der Kopf anfängt und der Hals aufhört. Jetzt füge ich mir wieder eine neue Ebene hinzu und wähle mir wieder die Monoline aus. Dann mache ich so eine Art Ellipse, da könnt ihr auch getippt halten, damit ihr eine schöne Ellipse draus macht. Und da droppe ich dann das dunklere Grün rein. Dann male ich mir noch einen schönen Fuß hinzu und da könnt ihr dann auch, wenn die Umrandung fertig ist, wieder die grüne Farbe reindroppen. Jetzt fügt ihr euch über dem Fuß eine neue Ebene hinzu, setzt die auf Clipping-Maske und dann nehmt ihr eine blaue Farbe, den Code gibt es in der Videobeschreibung, und dann malt ihr auf dem Fuß so eine blaue Fußsohle. Fußsohle und Fuß könnt ihr jetzt abwärts zusammenfügen, sodass es auf einer Ebene ist. Dann swipet ihr nach links, tippt auf Duplizieren und dann zieht ihr den Fuß ganz nach unten, weil wir den jetzt mit dem Pfeiltool verschieben wollen, sodass es der zweite Fuß ist und der ist ja hinter dem Körper und nicht davor. Deswegen habt ihr eben die Ebene nach unten verschoben. Neue Ebene hinzu, dann wählt ihr euch wieder euer dunkles Grün aus und malt so ein abgerundetes Rechteck, droppt die Farbe rein. Dann geht ihr wieder auf das Pfeiltool, dann könnt ihr dann ja den Arm noch so ein bisschen justieren, wenn es denn unbedingt sein muss. Bei mir musste es leider sein. Dann geht ihr auf die Ebene, swipe nach links, tippt auf Duplizieren und dann zieht ihr den Arm auch wieder ganz nach unten, weil er soll jetzt quasi hinter dem Dino erscheinen als das zweite Ärmchen. Wählt euch jetzt eine weiße Farbe aus und fügt euch dann wieder eine neue Ebene hinzu. Die sollte am besten ganz oben sein. Und dann könnt ihr jetzt ein Auge malen, macht einfach einen Kreis, ja, guckt, dass der halt eben rund ist, mit Zeigefinger drauf, dann wird ein Kreis draus. Droppt die Farbe rein, so sieht das Ganze dann schon mal aus, neue Ebene oben drüber. Und jetzt wählt euch ein Schwarz aus und dann macht ihr einfach nochmal so das kleine Glubschauge, auch noch Schwarz einfügen und dasselbe auch nochmal mit Weiß, sodass man erkennen kann, dass es ein Auge sein soll. Jetzt fügt ihr euch wieder eine neue Ebene ein und ich habe mir eine graue Farbe ausgewählt, das hatte ich anscheinend vergessen zu filmen. Damit könnt ihr jetzt euer Auge dann halt eben schattieren und ich muss hier die Ebene nochmal unter das Schwarze ziehen, damit der Schatten nicht auf dem Schwarzen drauf ist. Und ja, da macht einfach so ein bisschen Schatten an der Seite. Ich muss mir gleich die Ebene noch auf Clipping-Maske setzen, weil aktuell male ich auch noch auf dem Grünen. Das hatte ich eben vergessen, also immer dran denken, Clipping-Maske. Dupliziert euch jetzt die Ebene mit dem weißen Auge und das zieht ihr dann nach unten, weil es soll ja hinter dem Gesicht sein. Wenn das dann aus Versehen auf Clipping-Maske ist, tippt die Ebene nochmal an, nochmal auf den Text Clipping-Maske, dann verschwindet diese Funktion und dann könnt ihr das Auge so ein bisschen zurechtziehen. Das duplizierte Auge schattieren wir jetzt auch noch was, einfach neue Ebene drüber, Clipping-Maske und dann könnt ihr wie eben mit dem Grain-Pinsel so ein bisschen rumschattieren. Jetzt bekommt der Dino noch einen Mund, weil ohne Mund ist irgendwie blöd. Über dem Gesicht einfach eine neue Ebene hinzufügen, Clipping-Maske auswählen. Dann nehmt ihr eine schwarze Farbe und anschließend habe ich mir den Pencil ausgewählt. Den schreibe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Und damit male ich dann einfach einen Mund.
Jetzt gibt es noch ein paar Zähne, einfach eine weiße Farbe auswählen. Anschließend füge ich mir auch noch eine neue Ebene hinzu, damit die Zähne auch unter dem Mund sind, unter diesem Mundstrich. Dann macht ihr einfach so Dreiecke, die ihr dann halt eben ausmalt. Damit es ein bisschen plastischer aussieht, werden die Zähne jetzt auch noch mal ein bisschen schattiert, macht über dem Gesicht eine neue Ebene, sodass diese Ebene unter den Zähnen ist. Wählt euch eine dunkelgrünere Farbe aus, schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung. Und dann macht ihr einfach drumherum ein bisschen dunkelgrün, sodass es ein bisschen plastischer aussieht. Jetzt fügt ihr euch wieder eine neue Ebene hinzu. Die sollte über dem Körper von dem Dino sein und auf Clipping-Maske gesetzt sein. Dann nehmt ihr eine blaue Farbe und den ganz normalen Linienpinsel und dann malt ihr dem Dino ein schönes blaues Fell auf. Dann fügt ihr euch wieder eine neue Ebene hinzu über dem blauen Fell, wählt euch ein dunkleres Blau aus und meinen Texturpinsel und dann macht ihr das alles so ein bisschen plüschig, indem ihr hier und da einfach mit dem Pinsel drüber fahrt. Exakt dasselbe macht ihr jetzt mit dem Fuß, macht euch eine neue Ebene darüber auf und setzt die auch auf Clipping-Maske und dann macht ihr mit dem dunkleren Blau und mit dem Texturpinsel da auch so ein bisschen was Fälliges drauf oder zumindest so, dass es so aussieht. Dasselbe natürlich auch für den anderen Fuß. Jetzt sind die Arme dran, wählt euch dazu dieses Gelb aus, Link in der Videobeschreibung, und macht über dem ersten Ärmchen eine neue Ebene auf, setzt die auf Clipping-Maske und dann geht ihr mit dem Texturpinsel darüber, so wie eben. Kleines Quiz für euch, müssen wir das jetzt auch mit dem anderen Arm machen? Ja, natürlich, also da auch eine neue Ebene drüber, Clipping-Maske und auch mit dem Texturpinsel drüber gehen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr jetzt über dem Fuß nochmal eine neue Ebene hinzufügen. Weil wir gerade das Gelb ausgewählt haben, gehen wir da jetzt auch nochmal mit dem Texturpinsel drüber und tun so, als würde das da so ein bisschen belichtet sein. Jetzt gucken wir uns nochmal den Bauch von dem Dino genauer an, wählen uns ein etwas dunkleres Grün aus und gehen mit dem Texturpinsel einfach nochmal so über den Bauch drüber. Ich war jetzt auf irgendeiner Ebene, auf der ich glaube ich schon mal den Schatten hatte. Die könnt ihr dann auch nochmal nehmen oder ihr macht eine neue Ebene, wie ihr wollt. Den Kopf machen wir jetzt uns auch noch ein bisschen plüschig, macht einfach darüber eine neue Ebene auf, setzt die auf Clipping-Maske und mit dem dunkleren Grün könnt ihr jetzt hier und da auch noch so ein bisschen Textur einmalen. Jetzt macht ihr euch nochmal eine neue Ebene auf, die ist am besten dann ganz unten. Dann wählt ihr euch ein dunkles Blau aus, das gibt es auch in der Videobeschreibung, und die normalen Linienpinsel. Und dann macht ihr halt eben einfach diese Dreiecke, die dann quasi nochmal so die gefährlichen Zacken von unserem Plüschdino sind. Droppt die Farbe rein, macht dasselbe auch oben, ein Dreieck nach dem anderen, bis euch das gefällt und dann geht es auch gleich schon weiter. Über diesen blauen Drachenzacken macht ihr euch jetzt eine neue Ebene auf, setzt die auf Clipping-Maske und dann wählt ihr euch bei der Farbe wieder das hellere Blau aus, nehmt den Texturpinsel und jetzt könnt ihr hier auch noch so ein bisschen eine schöne Struktur auftragen. Wir nähern uns der Zielgeraden. Ihr macht jetzt nochmal eine neue Ebene und zieht die ganz nach unten, weil wir jetzt nämlich den Schatten einmalen. Dazu wählt euch einfach einen Grauton aus. Ich kann den euch auch nochmal in die Videobeschreibung schreiben. Und mit dem Texturpinsel macht ihr einfach hier und da so ein bisschen Schatten, damit man auch das Gefühl hat, der Dino sitzt da irgendwo und wirft natürlich einen Schatten. Jetzt habt ihr es geschafft und euer Dino sollte in etwa so aussehen. Ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Schreibt mir euer ehrliches Feedback in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!